Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute bin ich nicht alleine. Raphael. Ich bin auch dabei. Ja, ich bin der Raphael vom Kanal Raffis Bookshelf. Wir machen heute den Rapid Fire Book Tag und du stellst mir jetzt die Fragen. Genau. Der Tag ist ursprünglich von Girl Reading und wir machen hier jetzt einfach auch mal, ne? Aber ich verlinke euch das Originalvideo in der Infobox, falls ihr da vorbeischauen wollt. Und da ist es halt immer so entweder oder Fragen oder sowas. Ich kenne jetzt auch nicht alle Fragen, von daher, ja. Genau, und ich habe hier den Laptop, deshalb nicht wundern, wenn ich hier nach unten gucke. Aber ich fange jetzt einfach an und stelle dir die Fragen. Und man soll halt möglichst schnell antworten. Oder? Ja. Ja. Kriege ich eh nicht hin. E-Book oder physikalisches Buch? Buch. Paperback oder Hardcover? Ich lese halt mehr Paperback, ne? Aber schöner finde ich Hardcover. Gut. Online oder im Buchladen einkaufen? Buchladen. Trilogien oder Serien? Ja, nee, Serien. Helden oder Bösewichter? Helden. Ein Buch, was du jedem empfehlen würdest zu lesen, also wo du willst, dass es jeder liest? Die Reihe von James Shaw, die The Last Monster-Reihe. Ja. Empfehle ein Buch, was unterbewertet ist, also was nicht viele kennen oder nicht. Ja, ich hab halt ja nur das eine Genre. von Samantha Joyce, Liebe wie im Film. Mir fällt gerade der Obertitel nicht ein. Among the Stars, Liebe wie im Film von Samantha Joyce. Das ist ein sehr unterbewertetes Buch. Das ist so schön, lest es alle. Da kommt dieses Jahr der zweite Band raus, ja. Das letzte Buch, was du beendet hast. Oh mein Gott. Goodreads. Warte. Hä? Oh, ich habe diesen Monat schon so viele gelesen, deshalb weiß ich es nicht. Hä, welches war ich? Das ist so schlimm. Oh Mann, das ist traurig, ne? Bin ich doof? Ah, Dirty Sexy Pleasure von zwei Autorinnen. Ich weiß jetzt die Namen nicht. Das letzte Buch, was du gekauft hast. Was? Oder zu Weihnachten bekommen. Ja, zu Weihnachten bekommen ist ja nicht, habe ich ja nicht selber gekauft. Ja, das letzte Buch, was ich gekauft habe, war Turtles All the Way Down. Das Englische. Ja. Du hast keine Ahnung, wie viele Monate keine Bücher gekauft und ich habe jeden Monat 20 neue Zugänge. Ja. Das komischste Ding, was du jemals als Lesezeichen hergenommen hast. Meine Bettdecke. Die Frage habe ich eben schon durchgelesen, deshalb hatte ich da Zeit zu überlegen, weil sonst hätte ich das jetzt nicht gewusst. Gebrauchte Bücher, ja oder nein? Ja. Deine Top 3 Lieblingsgenre. New Adult, Erotik und Contemporary ist ja eigentlich dann, ja, einfach Liebesromane. Ja. Ja. Ausleihen oder kaufen? Kaufen. Charaktere oder Plot? Charaktere. Lange oder kurze Bücher? Momentan kurz. Lange oder kurze Kapitel? Kurz. Also bei Outlander, da mag ich lange. Aber ansonsten. Nenne die ersten drei Bücher, die dir einfallen. Die Rockstar-Reihe von Kylie Scott. Jamie Shaw, ihre. Ja, das sind halt. Mir fallen jetzt die Reihen halt nur ein, aber zählen wir das mal als eins halt immer. Dann die Reihe von Jamie Shaw. Und After. Bücher, die dich zum Lachen oder Weinen bringen. The Fallen Our Stars, zum Weinen. Und zum Lachen Kylie Scott. Geschichten, die in unserer Welt spielen oder in einer fiktionalen Welt? Unsere. Hörbücher, ja oder nein? Nein. Hast du schon mal ein Buch nur wegen dem Cover gekauft? Ja, ich gucke halt erst aufs Cover, aber ich kauf's. Mir muss halt auch der Inhalt gefallen. Magst du lieber eine Filmadaption von einem Buch oder eine Serienadaption? Toll. Also Outlander, meine Lieblingsserie. Oh. Und The Fallen Our Stars, mein Lieblingsfilm. Also, weiß ich jetzt nicht, was soll ich da jetzt antworten? Sagen wir Serie, weil Outlander ist mein Leben. Fandest du einen Film oder eine Serie besser als das Buch? Nee. Wenn dann gleich. Und die letzte Frage, eine Serie oder ein Einzelband? Serie, weil ist halt, ich weiß nicht. All meine Lieblingsbücher sind dann auch Serien und ich liebe die ganzen Serien und dann, ja, das war's. Ja, also die Fragen. Wow. So, dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber Helden mögt oder Bösewichte. Das würde mich, uns,
mal interessieren. Und dann schaut bei Raphaels Video vorbei. Das verlinke ich euch hier oder unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Du musst auch Tschüss sagen. Tschüss! Wer findet denn was besser im Film? Doch, also ich hab da... Hä? Also so voll dort nach was da ist, ist schon... Gefällt dir der Film besser? Nein, also er ist mindestens gleich. Ja, ich hab gesagt gleich. Ein bisschen besser. Also bei mich hat er halt, weil ich hatte halt so wenig Erwartung, dass der so gut war, so... Also da war es echt nah dran. Meine Schuld, wenn du keine Erwartung hast, ne?